So, da sind wir wieder zurück. Natürlich weiterhin mit dem Sporni. Juhu. Und ich sollte Holz holen. Holz, genau. Wir eine Lagerkiste bauen können. Genau, eine Kiste bauen können. Die ich mich nackig machen kann. Weil wartet ihr doch schon eine ganze Folge drauf. Genau, weil wir wollen ja den Andi in den Nether schicken. Aber der Andi muss jetzt erstmal beigehen und sich mal gerade bitte auslocken. Jo, und weg bin ich. Danke, ich gehe gerade schlafen. Weil, Leute, das geht ja jetzt gar nicht. Es ist jetzt gerade übelst dunkel und wenn ich rausgehe, dann kriege ich was auf den Sack. Und da habe ich keine Lust zu. So, Andi, kannst du da reinkommen? Hey. Ja. Hier laufen gerade die ganzen brennenden Skelette rum. Na, ihr kleinen Drecksäcke, brennt ihr alle. Ne. So, auf jeden Fall. Zwei Kisten haben wir mitgenommen. Eine große stellen wir uns da unten hin. Dann kann der Andi zum Beispiel auch, wenn er abbaut, da mal was ablagern. Hat in dem Sinne gleich zwei Punkte auf einmal. Machen wir gleich damit. Ich baue mal gerade diese hier ab. Jo. So. Und dann machen wir uns... Wo machen wir uns denn hier mal eine schöne Ecke? Ja, Andi, genau. Hier stellen wir die... Oh, hier die Kiste hin. Hier hauen wir die Werkzeugbank hin und daneben hauen wir die Kiste. So, der Andi macht sich jetzt nackig, Leute. Aufpassen! Strip die! Erstmal mein ganzes Inventar reinfüllen, dann... Und... Andi, was brauche ich denn? Da seht ihr ihn jetzt nackig. So sieht Minecraft so aus. Wir wollen uns auch mal Skins drauf machen, dass wir unser Aussehen ändern. Aber Leute, da haben wir noch keinen Plan von. So, ich nehme schon ein bisschen Stein mit. Ja, nimm dir einen Stack mit. Ausbauen kann. Ja, er geht da jetzt als erstes rein und guckt, ob wir eine Plattform haben. Schaut hin, er verschwindet jetzt. Tschüss. Andi, sei vorsichtig, es könnte lecken, ne? Denk an dich. Ja, ich sehe. Autsch. Erzähl, los, erzähl! Ja, es ist alles rot und verdammt dunkel. Es scheint in einer Höhle zu sein. Hier brennt es ein bisschen. Also kann ich reinkommen? Ja, warte noch eben. Hier ist nämlich gleich ein Abgrund hinter. Ja gut, dann gehe ich gerade nach oben und hole einen Bogen, weil wir brauchen nämlich einen Bogen, Leute. Ja, wo du gerade vom Boden sprichst, ich höre auch schon einen, der hier ganze Zeit rumschreit. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich Pfeile habe, Andi. Das könnte nämlich das nächste Problem sein. Und wir gehen jetzt nicht bei, Leute, und erschießen uns Sachen oder irgendwas. Das tun wir nicht. Nein. Da haben wir keine Lust drauf. So, ich mache hier ein bisschen Platz. Kannst du auf jeden Fall gleich reinkommen. Es geht darum, warum er jetzt vorgegangen ist. Wenn jetzt da kein Boden gewesen wäre, wären wir gestorben. Wollen wir natürlich nicht. Genau. Also ja, Lampen würde ich auf jeden Fall mitbringen. Ja. Hier ist sehr dunkel. Sehr, sehr, sehr dunkel. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Pfeile aufgehoben. Da sind gerade einen einzigen habe ich mal noch aufgehoben. Ich guck mal gerade in meine Kramkiste, ob ich da noch welche habe. Ich habe ganze 5 Pfeile an die. Es ist nicht viel. Nicht viel, ne? Ja, wie gesagt, lass mich vorlaufen. Wie viel, was braucht man für einen Bogen? Also ich weiß, Faden. 3 Holz, 3 Stangen und Faden. Stangen, glaube ich. Wolltest du gerade gucken bei Wikipedia? Ja, ich gehe mal eben um Sicherheit. Ausgebaut habe ich, da kann man jetzt auf keinen Fall mehr runterfallen. Okay. So, dann gucken wir mal, was er sagt. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier meine Spitzhacke reintun. Ah ne, da haben wir die Diamanten reingetan. Dann kommt da die Spitzhacke wieder rein, Leute. So. Und dann werden wir in unsere Steinkiste gehen. Die ganzen Steine mal hier hinwerfen. Bogen brauchst du 3 Stöcke und 3 Fäden. 3 Stöcke, 3 Fäden. Okay, ich kann einen Bogen machen. Den gebe ich 3 Fäden nach links und dann Mitte oben, Mitte unten, Stock und rechts. Also ein Pfeil nach rechts. Links.
Drei Fäden links, wie meinst du das? In die ersten linken... Hoch. Ja, links, oben, Mitte, unten. Ja, hab ich. Und dann? Dann oben und unten in der Mitte einen Stock. Ja, hab ich. Rechts in der Mitte einen Stock. Ach so, alles klar. Genau. Hab ich. Okay, dann haben wir schon mal einen Bogen. Und fünf Pfeile. Okay, besser. Pfeile herstellen ist ein bisschen schwieriger. Brauchen wir nämlich Federn, einen Stock und einen Feuerstein. Na gut, das lassen wir. Ja. Fünf Stück sollten ausreichen. Müssten auf jeden Fall ausreichen, ja. Okay, Laternen habe ich 20 Stück. Ich habe nichts drin, was brauchbar ist. Gut, so, ich schon mal nochmal Feuer. Dann gehen wir mal runter. Ja, Andi, du kannst ja eigentlich rauskommen und dich umziehen wieder, ne? Ja. Mache ich auch gerade schon. Oh, Bombs, wir sind unten angekommen. Ich habe zwar nur noch zwei Brot. Ach, scheiße. Ich habe auch kein Brot mehr hier. Großartig. Ich hole gerade Brot. Ja, Leute, da sieht man wirklich, dass wir uns überhaupt nicht gut vorbereitet haben. Bereue ich gerade ein bisschen. Aber gut, was soll's. Und wir hatten eigentlich genau überlegt, wie wir vorgehen. Also das müssen wir jetzt wirklich mal sagen. Wir sind nicht einfach angefangen. Wir hatten uns genau überlegt, was wir euch zeigen. Und ja, dann so eine Scheiße in dem Sinne. So, ich bringe jetzt nochmal ...15 Brot mit. Ist nicht viel, Andi, aber besser als gar nichts. Ja, wie gesagt, ich mache hier schon mal ein bisschen Licht, dass wir auch was sehen hier in der Höhle. Weil eigentlich brauchen wir ja selber nicht so viel Brot. Der Andi wird nachher nur sehr viel Brot brauchen. Wenn er halt da unten ist und da ein paar Angriffe hat. Natürlich muss er sich dran gewöhnen, dann mit uns auch zu reden. Richtig. So. Ja, auf jeden Fall wird es jetzt losgehen. Es sind nämlich schon wieder 7 Minuten rum und wir reden nur vom Neta. Neta hier, Neta da und die Leute wissen gar nicht, was der Neta ist. So, hast du deine Sachen alle mit? Ich bin schon drin. Ich beleuchte dir den Weg, damit du auch direkt was sehen kannst, wenn du reinkommst. Okay, ich komme. Noch ganz unten, so wie es aussieht, gelandet. Ja. Da kann man hier nicht buddeln. Okay, ich bin zwar im Neta, aber ich sehe dich nicht. Ich bin unter dir. Ah, da, jetzt sehe ich dich. Hier habe ich schon mal so. Okay. Ja, hier hinten haben wir zum Beispiel diese Lampen, die wir haben wollten, Leute. Das ganz sind, genau. Das sind die Lampen, die wir haben wollen. Die baut man ganz normal ab. Die Hände. So, ich nehme jetzt hier so einen Stock dafür. Oder Stock, ja, das ist. Und dieses. Oh, Leute, das ist so ein Tentakelvieh. Keine Ahnung, den kann man meistens nur mit dem Bogen zerstören. Ja, der ist meistens, fliegt da durch die Gegend und genau. Also ihr müsst, daran liegt das Problem. Wenn wir jetzt, wir laufen jetzt ja hier noch ein bisschen rum mit euch. Was wichtig ist, ihr dürft nicht ins Wasser gehen, ins Feuer gehen, Leute. A und O, genau, ausmachen. Mein Schwert. Ja, lass mal ein bisschen anlassen hier. Alles ausmachen, das ist auch schöne Lichtquelle. Ja. Ja, Andi, aber irgendwie sitzen wir, glaube ich, hier fest, kann das sein? Es sieht ganz anders aus, als müssten wir uns einen Weg nach oben buddeln, wie du hier siehst. Ende der Map. Genau, das ist das Ende. Diese Steine, das ist Ende im Gelände, auf Deutsch gesagt. Na, hier habe ich schon mal einen Weg nach oben gefunden. Ja, das Problem ist, Andi, wir müssen auch unsere Neta wiederfinden. Ja. Ja, ich kenne den Weg auf jeden Fall, aber hier ist auch wieder dicht, das heißt, hier müssen wir uns auch hochbuddeln, wenn dann. Ja, dann können wir uns auch jetzt zum Neta gehen. Ist auch wieder nur nach unten. Und vom Neta aus uns einen Gang machen nach oben. Würde ich auch sagen, ja. Weil dann hat man da gleich einen fünften Gang. Wenn wir ganz ehrlich sind, so eine coole Stelle hatten wir noch nie. Ja, die ist schön safe auf jeden Fall, hier müssen wir lang. Und also da ist ja mal Meter. Richtig cool gemacht. Ja. Hast du die Steine hier gemacht? Wahrscheinlich noch. Ich habe die Steine hier gemacht, ja. Ja, das war wie gesagt ganz dunkel am Anfang. Ich konnte nicht sehen, ob hier weiter hoch kann oder runter. Aber hier. Ja, gut, wir müssen. Ich würde sagen, wir nehmen uns beim Neta auch nach oben. Ende. Das ist eine Zuhöhle, absolut. Ja. Da über uns ist Lava. Muss man auch sehr doll aufpassen. Ja.
Hier laufen Skelette rum. Die dürft ihr nicht angreifen. Also ihr dürft nur dieses Vieh, was auf euch schießt, angreifen. Der Rest ist komplett tabu, Leute. Ja, wir versuchen uns natürlich jetzt hier erstmal eine Treppe zu bauen. Ja, ich sehe, dass hier überall Lava uns herum ist. Also müssen wir sehr gut aufpassen. Echt? Ja. Dann machen wir einen Einerweg hoch hier, wa? Ich habe keine Ahnung. Ich höre auf jeden Fall schon, dass das Vieh da irgendwo kommt. Ja, lass mich mal vor hier. Also die warten auf jeden Fall auf uns, Leute. Ja, das ist so eine kleine Indie, kann man sagen. Hier kann man ja auch einen Endboss besiegen, also einen Drachen. Haben wir persönlich noch nicht gemacht und daher bin ich gespannt, wie es jetzt hier weitergeht gerade. Also ich bin ganz hibbelig. Level 32 möchte ich nicht verlieren. Ja, ich höre auch. Stopp, stopp, stopp. Hier ist Lava direkt über uns. Ah, ich sehe es tropfen. Ja, wie sollen wir denn hier rauskommen, Leute? Auch Lava? Ah, nee, das wird nichts. Der Gang ist scheiße. Eindeutig. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen geradeaus weiter. Und so, oh, sehr viel nach Lava an. Aber es wird immer lauter, ne? Jetzt haben wir die Lava, glaube ich, hinter uns gelassen. Guck mal. Hier tropft es nicht runter. Das heißt, hier kommen wir einen höher. Pass auf, nicht, dass da gleich diese Gespenster sind. Ja, das ist eine Nahrung. Oh ja, Nahrung ist gut. Okay. Na, ist jetzt sehr interessant, Leute, weil wir wissen nicht, was da über uns ist. Wir könnten sofort einen Feuerball abkriegen und sofort was aufs Maul kriegen. Deswegen habe ich den Bogen in der Hand. Auf jeden Fall auch keine Lava schon mal. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, Andi, es ist angenehmer zu spielen auf dem Server wieder. Ich kenne die Let's Play-Welt ja nur von meiner Dingens her. Da haben wir einen Ausgang. Echt? Ja, da haben wir auch gleich einen Springerblob, so ein Brenner. Aber wir sind gut gesichert hier hochgekommen. Da ist der Blob, Vorsicht. Ich habe auch das Schwert schon in der Hand. Ja, das sind halt diese, wie die blauen Popels, sind das halt die Feuerbälle. Wow! Ich hab ihn. Hast du mich? Nein. Ich bin. Willst du sterben? Ich glaube ja. Komm hier runter und steck mich nicht an. Schön stehen bleiben. Ja, ich sammle deine ganzen Sachen ein. Und ich gehe wieder runter. Und von ihnen gehauen. Ja, Leute, das ist halt. Deswegen. Ist der Neta nicht. Bin ich auch vorausgegangen, unter anderem. Genau. Eigentlich müsstest du bei deinem Bett ja spawnen. Eigentlich ja, aber so wie es aussieht, haben wir da noch nicht geschlafen drin. Doch. Doch. Wieso musst du jetzt hierher laufen? Ich muss hierher laufen, ja. Boah, wie assi ist das denn jetzt, bitteschön. Ja, Leute. Ich gehe raus aus dem Nether und wir gehen mal nach oben so lange. Der erste Satz war ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Absolut, ja. auf jeden Fall werde ich beigehen und wir werden gleich weiter aufnehmen. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg nach oben. Und werden warten, bis der Andi wieder zu uns gelaufen ist. Aber ich glaube, das werden wir nicht aufnehmen in der Zeit. Nee. Das ist Blödsinn. Und es ist auch dunkel, so wie es aussieht. Ja. Ich sage dann erstmal, schaui laui, nächste Folge geht's weiter im Nether mit dem Spawn natürlich. Bis denne.